Space Marines, vielen Dank. Wir dachten, wir wären erledigt. Wo ist der Kommandant, Soldat? Ich war mir zu 100% sicher, dass wir das schaffen. Die lassen uns bestimmt durch. Imperiale Armee, wir sind Ultramarines. Öffnen Sie die Tür. Ach, Sie sagen Ultramarines, aber Titus. Space Marines. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, wir sind Space Marines. Meldung vom Zweiten. Noch eine Horde Grün heute kommt von Süden hierher. Ein verdammter Gott hat vorletzte Nacht ein Messer in Sauns Kehle gesteckt. Sieht cooler aus. Verstärken Sie die Stellung. Ja, wir können gerade nicht rennen. Die Linie und bleiben Sie am Leben. Ja, Leutnant. Deswegen gehen wir zu Fuß. Also, geh hin. Viel Spaß. Video, schön, toll. Dank dem Imperator. Ich bin Leutnant Mira, 203. Kadianisches Regiment. Captain Titus von den Ultramarines. Sie haben das Kommando? Nur ich bin übrig, es sei denn, meine Kommandanten erheben sich aus ihren Gräbern. Sie scheinen sich dort jedoch wohl zu fühlen. Leutnant, die Scouts sind zur Sturmbasis zurückgekehrt. Wie viele? Zwei. Verdammt, ich hatte 10 geschickt. Das verdammte Geschütz. Uns fehlen die Leute für einen Angriff. Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, schießt das Geschütz unsere Unterstützung ab. Deshalb sind wir hier. Wir kümmern uns drum. Kommen Sie mit mir. Aber ich warne Sie, meine Lords. Wir haben hier unten ein kleines Ork-Problem. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, es gibt auch Frauen in der imperialen Armee. Eigentlich gibt es nur Kanonenfutter. Oh, hier ist mein Zeichen drauf. Das ist das Zeichen. Das kenne ich, das kenne ich. Da kriege ich was. Das kriege ich. Adeptus Astartes. Zugriff autorisiert. Ah, Wildheit freigeschaltet. Jedes Mal, wenn sich ein Feind schaut, Wildheit. Sobald T. Boah, ey, F und T, bricht man sich ja fast die Flossen. Was wissen Sie über die Titanen? Nur, dass ein paar Trupps den Titanen Invictus bei Manufaktorum Ajakis bewachen sollten. Aber das ist 2 Wochen her und der Kontakt ist abgerissen. Wir müssen den Titan erreichen. Der schnellste Weg führt über die Eisenbahnbrücke hinter dem Geschützkomplex. Er führt direkt zum Westtor des Manufaktorums. Begebens. Oh, das ist geil. Ich mag diesen. Allein diese Szenerie. Ja, man ist es gewohnt, ja quasi da oben zu stehen und das hier als Spielfeld zu haben im Tabletop. Oder bei Dawn of War halt da oben, um von oben runter zu gucken. Aber hier eine Basiliskenstellung, also so heißen die großen Feldhaubitzen hier, da mal als auf Lafetten montiert. Eigentlich gibt es hier auf Panzern, diese riesigen Kanonen. Boah, ist das geil. Das Ding gibt es da nicht mal als Modell. Das ist also für mich als Tabletopper und als... Geben Sie mir das Feldhandbuch. Auf einer verdammten Fabrikwelt und kein Tech-Priester in Sichtweite. Genau. Ist man das echt, ist das ein geiles Feeling, mal in dieser Perspektive hier rumzustehen. Und eigentlich mal das zu machen, was man immer eigentlich als mit Würfeln erwürfelt. Weil Tabletop in der Würfel ist ja logisch. Es ist einfach nur herrlich. Ich liebe dieses Spiel über alles. Ja, hab mich schon lange drauf gefreut, das zu Let's Playen. Wollte aber unbedingt mit Dawn of War anfangen, um ein bisschen was von der Vorgeschichte zu haben. Wow. Oh ja. Kann er auch weit werfen? Scheiß drauf, Nahkampf, Bums! Schnetzeln, Wut! So, steht noch wer? Entschuldigung, hab ich dich nicht getroffen. Tut mir leid. Ach, ich liebe das. Und die Dinger gibt's auch. Bam, 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 bam. Ja, bestimmt haben sich von den Imps geklaut, die Orks. So was haben die nicht selbst gebaut. Die können gar nichts selber bauen. Also nicht so. Yay, noch einer. 1 von 5. Der ist jetzt ein anderes Lock. Ist jetzt ein Medizin-Lock. Wir können auch gerne mal reinschauen oder reinhören, wenn ihr mal wollt.
Das mache ich dann aber mal offscreen, also nicht im Spiel. Mein ich damit. Nerv mich, ich will mich umgucken. Bam, 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 bam. Schleichen. Hey. Gib mir alles, was du hast. Bam, 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 bam. Ja, also, wie lange machen wir eine Folge? Ihr wisst das schon, ihr seht das schon. Ist ja nicht die erste Folge jetzt. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Hier ist auch keiner. Du bist ein Lieutenant. Was machst du mit nur einer Lasergewehr? Ah, oh, zack. Oh ja, bitte, bitte. Jawohl, Engel. So. Ah, ich liebe es. Das Spiel ist einfach nur, ich bin Rambo. So, wir haben nur 28 Schuss. Wo sind die zwei Gegner? Die Orks halten die Gräben hinter den Routen und die Stellungen dahinter. Na gut. Schutzbatterie. Die Orks nahmen sie ein, kurz nachdem wir ankamen. Vor etwa 2 Wochen. Unsere Einheit war die einzige, die landen konnte, bevor sie die Überhand gewann. Geil. Jetzt kommt keins unserer Schiffe an dem Geschütz vorbei. So, ich habe vergessen zu schauen. Lagen hier noch irgendwo Schädel rum? Habt ihr irgendwas gesehen? Ja, ich würde die nämlich gerne alle einsammeln. Auch wenn jetzt irgendwer sagt, ne, so bescheuert. Nein, ich will. So. Ne, ne, ne. Okay, dann stürmen wir mal das Geschütz. Auf geht's. Auf und davon. Ach nee, das war was anderes. Ah, ja, schweren Bolter abreißen. Geil. Wie gesagt, Space Marine trägt das in der Hand. Ein imperialer Soldat braucht dafür ein Schafftief. Und die Musik ist so geil. Ich mag das echt. Das Spiel ist einfach nur geil, göttlich in meinen Augen. Zu schade, dass sich bis jetzt kein zweiter Teil ankündigt dafür. Ich hoffe nur, dass sich die Gerüchte um THQ in Bezug auf Warhammer 40.000 nicht bestätigen. Ich werde jetzt auch nicht aussprechen. Und ich warte echt wie ein Suchti, gerade als 40.000 Freund und Junkie, warte ich vor allem auf ein Dawn of War 3, auf ein Space Marine 2. Ich fände noch geil Spiele, die sich auf Battlefleet Gothic, also auf Raumplatte Gothic beziehen. Das sind ja quasi Raumschlachten mit den Schiffen. Muss nicht sein. Warhammer 40.000 online wäre geil. Ist aber, glaube ich, eingestellt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Stalker-Bolter sind modifizierte Bolter mit Zielfernrohr und dementsprechend sind es Sniper-Bolter. Eigentlich gibt es nur einen. Wie gesagt, so solche Spiele oder ein Spiel, was sich komplett auf den Titanenkult bezieht. Also wirklich Megaschlachten, Massenschlachten, wie sie in den Horus-Heresy-Büchern drinnen stehen. Da sind die Orks in die Batterie eingebrochen. Wir haben es nicht hineingeschafft. Wir sind einfach nicht genug. Sie haben so lange alleine überlebt, Leutnant. Das haben Sie gut gemacht. Sie sind nicht mehr allein. Wir holen das Geschütz zurück. Sie bekommen Ihre Verstärkung. Ich verlasse mich auf Sie, Captain. Also wie gesagt, so epische Massenschlachten, wie sie im Hintergrundbüchern immer drinne stehen, mit Titanen, Baneblade-Panzern und solche Dinge. Das wäre einfach nur göttlich in meinen Augen. Ich fände das so geil.
Ja, Warhammer 40.000 Online Dark Millennium war es, glaube ich, der Untertitel. Soll wohl... Halt! Wo bist du, Sau? Ich hab dich doch gesehen. Soll wohl eingestampft sein, leider Gottes, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn ja, fände ich schade. Es ist was auch ein MMO. Hoppala, da ist ein Pixel im Weg. Großes Loch in der Wand. Also so ein... Ja. Hey. Wo bist du, Sau? Also wenn das wirklich eingestampft ist, gerade das Dark Millennium, das MMO, ich fände es schade. Scheiß auf Granate! Ich will Nahkampf, los, Nahkampf, Nahkampf, wo sind sie, wo sind sie? Ach kommt schon, Orks, ihr seid doch hier die Mega-Moscher-Nahkämpfer. Dann kommt doch her und traut euch, ihr feigen Schweine. Nix. Nix. Bin ich überhaupt richtig? Keine Ahnung. Hoppla. Hallo, hallo. Und warum ist die Rüstung vom Sergeant mehr dekoriert als die vom Captain? Ich weiß es nicht. Tötet das Space Marines! Das heißt, tötet den Space Marine, aber wir wollen ja auch keine Sprache beibringen. Rums, da steckt er fest. Nö. Nö, scheint wohl doch richtig gewesen zu sein. Na denn. Wie gesagt, so geil, wenn die Spiele alle, die Spiele mit dem Hintergrund alles rauskommen würden. Ich würde so feiern. Ich bin vielleicht nicht immer mit dem einverstanden, was Games Workshop draus macht, aus dem kompletten Hintergrund. Oder wenn die neue Regeln, Updates für das Tabletop rausbringen. Aber von dem Universum, das finde ich so geil. Hab ich. Servo-Schädel, zack. Welcher bist du? Schon wieder 1 von 5. Können wir nicht nochmal 2 von X finden? So, was haben wir denn hier? Ja, das war so nicht geplant. Und ihr seid tot. Sobald wir durch diese Gänge gekommen sind, gehen wir durch das Loch, das dem Brocken hinterlassen hat, in die Festung. Ach schon, der Brocken. Ich hab doch einen Squick gehört. Die kündigen sich Gott sei Dank immer an. Also hier die Mega-Ork-Schiffe, da die Dinger werden immer Brockens mit Triple Z genannt. Okay. Das. Ich bin schon wieder dreckig, na toll. Wie hinter uns. Scheiß drauf. Ork-Geschütze! Wow. Das war wohl die große Kanone. Humsi, 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 wo geht's lang? Da müssen wir hin. Die grüne Faust zeigt den Weg. Noch mehr Ork-Geschütze. Mutti! Ork! Roms! Das ist ein Buddy-Check! Scheiß auf das, was Pikachu kann! Ah,
wie ekelhaft ist das denn?